Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Linscheid brannte in der Nacht zum heutigen Montag komplett aus. Gegen 1.30 Uhr sah ein Anwohner aus seinem Schlafzimmer ein Flackern. Beim Blick aus dem Fenster sah er den Dachstuhl an der Dorfsteige brennen. Schnell alarmierte er die Feuerwehr und lief zu dem brennenden Haus, um die benachbarten Bewohner aus dem Bett zu klingeln. Die Feuerwehren aus Schalksmühle, die die Unterstützung von der Drehleiter aus Brügge bekamen, hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, konnten jedoch das völlige Ausbrennen des Dachstuhls nicht verhindern. Neben einem Hausbewohner, der eine Rauchgasvergiftung erlitt, musste auch ein Feuerwehrmann wegen Überanstrengung behandelt werden. Problematisch war der stehengebliebene, extrem wackelige Schornstein, der eine Gefahr für die Feuerwehr und möglicherweise später auch für Passanten darstellte. Die Feuerwehr entschärfte die Situation durch einen gezielten Wasserstrahl von der Drehleiter aus. Das Haus brennt in voller Ausdehnung. Die Nachbarschaft hat den Brand bemerkt. Es wurde sofort die drumherum liegenden Häuser benachrichtigt. Der Mann wurde benachrichtigt, der im Hause wohnte, und wurde ins Freie geschafft und hatte eine Rauchvergiftung und wurde im Krankenhaus zugewiesen. Es wurde eine Drehleiter von Lüdenscheid benachrichtigt und das DHK. Wir selber, Schalksmühle, sind in zwei Löschgruppen da. Glücklicherweise waren die Bewohner des Hauses in Urlaub. Lediglich der Vater war im Nachbarhaus. Gemeindebrandinspektor Kort geht von wirtschaftlichen Totalschaden aus.